Moin Leute, herzlich willkommen zur versprochenen dritten Folge von Pizza Connection 3. Wir sind hier bei unserem Neustartprojekt. Ich drücke direkt auf Play. Und ich muss sagen, das Maskottchen, das bringt es doch. Und deswegen stellen wir jetzt hier noch einen Foodtruck auf. Fortfahren. Position bestätigen. Dann stellen wir den mal so auf. Nee, keine Backstube. Nein. Backstube verlassen. Waren auffüllen. Menükarte La Turella. So. Dann. Wir fangen die Leute alle ab. Als nächstes würde ich auf jeden Fall. Ich forsche jetzt noch schon einen Ganoven. Dann machen wir den anderen hier fertig. Mit dem Geld läuft es gerade sehr gut. Und das freut mich. Nur was das Problem hier ist, ich müsste eigentlich noch einen Ofen hier aufstellen. Das mache ich aber dann in der nicht so vollen Zeit. Kolossell hat Schwierigkeiten. Ich glaube, es sind sehr viele. Jetzt sind auch alle unmotiviert, okay. Ja gut, damit muss man ja leider auch hier rechnen immer, dass die ziemlich unmotiviert sind. Okay, Motivation ist ja bei dem richtig am Arsch. Und eigentlich müssen die alle mal auskurieren. Es gibt Leute, die haben richtig viel Motivation und die haben überhaupt keine. Ja, dann lassen wir die alle mal hier kurieren zu dieser Tageszeit hier. Dann kann ich den Laden auch jetzt in Ruhe ausbauen. Ab 0 Uhr. Dass die alle mal ein bisschen chillen können. Ihre Basis chillen können. Auch er hier mal und er hier. Dann machen wir die nächste Tageshälfte, wo wir alle auskurieren lassen. Dann verpassen wir halt leider eine Rush Hour mal. Aber gut. So, das Geschäft hat brummt. Platz gefunden, 230. Ich würde erweitern, weil wir an der Kapazitätsgrenze angekommen sind. Und ich ja auch noch mehr Werbung machen möchte und so weiter. Stelle mehr Köche ein. Ja. Ich lasse den Laden jetzt erstmal hier. So, jetzt ist er leer. Ach, stimmt. Ich habe Restaurantgröße gar nicht geforscht. Scheiße. Ja gut, das mache ich. Okay, das mache ich dann anderen mal. Das muss ich dann mal ein anderes Mal machen. Hier steht sogar eine, okay. Forschung abgeschlossen, Ganoven, alles klar. Dann, wo waren das nochmal hier? Restaurantgröße. Und dann nochmal Sicherheitssystem. Sabotage. Ja. Die muss ich ja hier anheuern. Hier ist ein Polizist. Und hier ist... Okay, die umzingeln mich gerade. Weil den will ich hier fertig machen. Ich möchte mal die ganzen Litfaßsäulen hier haben. Dass ich die zu mir locken kann. Dann... Klingelt meine Uhr. Ah, das ignoriere ich jetzt mal. Ja. Jetzt forschen wir erstmal Restaurantgröße, dann können wir das ausbauen. Dann werde ich hier Marktforschung machen. Dann erstelle ich nämlich noch eine Pizza. Sicherheitssystem machen wir noch. Lagerhäuser finde ich persönlich ein wenig unnötig. Was macht ein Manager? Ein Manager kümmert sich um den Möbelzustand, die Qualität der Zutat und die Motivation der Mitarbeiter. Aktivieren Sie den Manager im Inspektor Ihres Restaurants. Den will ich haben. Den will ich definitiv haben. Den kann man auch noch verbessern, oder was? Nee, kann man nicht. Maskottchen, okay. Heure mit höchster Reichweite. Okay. Jetzt melden sich echt viele krank. Das ist nicht gut. Oh shit, not good.
LR hat Forschungs... Okay. Restaurantgröße abgeschlossen. Ja, okay, komm runter jetzt von deinem Trip. Junge. Ich würde sagen, ich schicke die alle mal auf einen Kurzurlaub. Personal. Die viele haben sich auch schon von selbst krank gemeldet. So, dann würde ich auf jeden Fall dann, wenn die alle hier weg sind, dann die ganzen Arbeiter, dann würde ich auf jeden Fall mal den Laden ausbauen, weil wir haben es jetzt gemacht, also wir haben jetzt hier die Fangstufe. Dann forsche ich oder kann ich jetzt, okay, dann forsche ich jetzt erstmal den Manager, weil den finde ich geil. Oh, das hat 40, oh, ich habe nicht gesehen, wie viel das gekostet hat. Ich glaube, das hat gerade sehr viel gekostet. Da hätte ich vielleicht drauf achten sollen, aber das Geschäft macht eigentlich einen guten Gewinn. Ja. Okay. Ich glaube, jetzt ist die Personalsituation halt. Ja, jetzt bin ich da angekommen. Dann. Architekt. Ausbauen. Ausbauen. Zum Abend ist das Ding schon wieder fertig. Ich habe ein Missionsangebot. Verkaufe 10 Pizzen mit einer Mischung aus veganer Wurst und Salami an Studenten. 5000. Nee, keine Lust zu. So. Dann bauen wir den Laden schon wieder aus. An dem Standort läuft mein Laden wirklich sehr gut. Und stopp. Die Musik eskaliert wieder. Architekt. Mache ich jetzt erstmal hier die Stühle auf. So. Ich nehme erstmal die gleiche Kapazität, weil ich aktuell relativ wenig Geld habe und ich keinen Kredit aufnehmen möchte. So. Wo ist denn jetzt die Tür? Ach, da. Okay. Okay. So, dann stellen wir wieder Tische auf. So, dann haben wir wieder eine Kapazität. Ah, ne, warte mal. Architekt. Ofen.
So, jetzt habe ich auch einen vierten Ofen. Perfekt. Sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Und wir haben jetzt auch schon den Manager. Würde ich mal sagen. Boah, ich hasse diese Standbilder. Ja, wo kann ich hier? Manager einsetzen. Mindestzutatenqualität 50%. Mindestzustand 80%. So, jetzt macht der das für mich. Aktiviere und konfiguriere den Manager nach deinen Anforderungen. Der Manager kümmert sich darum, dass gelagerte Zutaten nicht unter eine gewisse bla 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 bla. Das muss ich jetzt nicht mehr machen. Das finde ich sehr, sehr geil. Und dann schleudert er die einfach hier raus. Alles klar. Dann nehmen wir jetzt den Großhandel. Dann ist die Qualität besser. Damit der nicht alle Zutaten immer nach seinen Bedürfnissen hier raushaut. Ein Manager ist aktiv. Ich muss da jetzt nichts mehr machen. Damit würde ich jetzt einfach warten. Waren auffüllen. Der kriegt, glaube ich, leider keinen Manager. Oh! 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 Okay, der wird. Okay. Hier wollte. Der hat einen Manu. Der Grüne hat einen Ganoven hingeschickt. Das heißt, der wird zerstört von mir. Und ich forsche gleich Sicherheitssystem. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Erstmal muss mein Laden wieder aufmachen, damit ich Geld kriege. Logischerweise. Ne? Ist ja mal ganz was Neues. So. Halbe Stunde. Und mein Laden macht wieder auf. Und die ersten Leute kommen wieder rein. Und ich habe Minus. Das habe ich ja so selten, leider. So. Ich hoffe, die ganzen Mitarbeiter kommen jetzt wieder. Nächster Arbeitstag, Tag 7. Wir haben. Oh, nö! Oh! Das ist ja doof. Die kommen erst morgen. Und die sind unmotiviert, ey. Warum sind die so lange krankgeschrieben, die ganzen Wichser? Das kann ja nicht sein. Oh, nee, ey. Der hat keine Zutaten, ey. Ich krieg so einen Anfall, wirklich. Der ist unmotiviert, hallo. Der ist unmotiviert. Ach so, das kann der Manager jetzt auch nicht machen, weil ich kein Geld habe. Okay, ja, ergibt Sinn. Ergibt Sinn. Ich habe zu viel jetzt investiert, würde ich mal sagen. Ja. Ich klaue mir irgendwann noch die Litfaßsäule und das Restaurant hier, weil hier kann ich gut auf Arbeiter gehen. Und die Litfaßsäule klaue ich mir auch noch. Aber jetzt möchte ich das Restaurant hier haben. Wir haben minus 18.000. Besucher sind sehr kritisch. Was ist denn die Zahl? Bedeutet das, wie viele jetzt eine Bestellung aufgeben konnten oder was? Ah ne, das steht hier. Pizza erhalten. Oh Junge. Ja. Ich werde alles dafür tun, dass wir keinen Kredit aufnehmen müssen. So, wie sieht es denn jetzt mit den Arbeitern aus, Junge? Ich habe hier noch Lagerleute, die hier liefern sollen. Was ist denn mit denen? Mein Lager ist echt am Arsch. So. Dann mach jetzt mal hin hier.
So, der Laden läuft, glaube ich, wieder. Ganz gut. Sind wir jetzt, kommen wir jetzt noch ins Plus? Ja, sehr gut. Jetzt kommt die Stoßzeit. Ich habe sehr wenig Mitarbeiter. Bis die alle mal wieder eingesetzt werden, das ist aber echt heftig, du. Okay. Einmal gucken hier. Hier haben wir zwei. Okay. Das geht so nicht. Ich hasse dieses Zwischenspeichern. Hier haben wir vier. Ach so, nee, das sind die. Oh, okay. Ja, nee, wir brauchen vier Köche. Wir brauchen vier Köche. Definitiv brauchen wir vier Köche. Hier. Und hier. Jetzt haben wir hier drei. Da vier. Dann kommt noch ein Kurzarbeiter quasi hier rein. So. Minus 9000. Es bessert sich. Ich werde erst wieder reichlich erweitern, wenn wir am Tagesende nicht jedes Mal wieder im Minus landen, weil sonst wird das Minus immer und immer größer. Ich brauche aber auch mehr Lagerleute jetzt. Ich brauche mehr Lagerleute. Mehr Lager, Leute. Verdoppel ich jetzt einfach mal. Damit ich mal hier was hab. So. Damit mein Lager nicht immer so am Rande ist. Okay, was hat denn der für Probleme? Hat Zutaten von schlechter Qualität im Lager. Das macht mein Manager. Oder? Hallo, Manager. Hat Zutaten. Hä? Von schlechter Qualität im Lager. Ja, das macht doch mein Manager. Ja, okay. Gut. Ich denke schon so, hä? Aber warum sind hier immer nur zwei Köche? Wo sind meine anderen beiden? Aha. Ach so, weil der. Ah, okay, weil jetzt 7 Uhr war. Ja, okay. Ja. Jetzt ist Stoßzeit, jetzt sind wieder mehr Köche da. Ah, okay. Ich wundere mich schon immer. Anis ihrer Lage hat keine Zutaten mehr. Echt, hä? Doch, hat es doch. So. Ich warte jetzt bis Tagesende und dann gucke ich mal, ob ich forsche. Boah, Junge, hör auf mit diesem Scheiß hier. Auffüllen. Schön auffüllen. Okay, die Servicekräfte sind immer zu diesen Zeiten, zu diesen Rush-Hours, sind die immer so überfordert. Ach so. Ja, das können wir noch verbessern mit den Bestellungen. Alles mit dem Pizza erhalten, die läuft jetzt deutlich besser. Wir gucken mal, was können wir denn forschen? Ich forsche mal Sicherheitssysteme. Das glaube ich ganz gut. Was ist denn Gemeinschaft? Setze einen Gemeinschaftsgeist in deine Restaurants, um bestimmte Eigenschaften deiner Angestellten oder des Restaurants selbst zu verbessern.
Bestimmte Eigenschaften. Was sind denn bestimmte Eigenschaften? Ich glaube, das habe ich mir, das teuerste habe ich mir schon geholt. Ne? Ja. Okay. Wenn man es immer so ruhig hier, weil das Kolosseum leer ist. Dann werde ich auf jeden Fall hier noch Sicherheitssysteme einbauen. Damit mir weniger Zwischenfälle hier reinkommen. Und damit ich mal mit den Ganoven hier loslegen kann. Okay. Jetzt ist hier noch einer eingezogen. Da sind auch keine Litfaßsäulen, ne? Okay. Okay, beim nächsten Mal, wenn da sehr wenig Leute drin sind, stelle ich mal mehr Tische und Stühle auf. Oh, Forschung abgeschlossen. Dann kann ich die Sicherheitssysteme auch gleich einbauen. So. Ganoven, bla bla bla. 10.000. Sehr gut. Marktforschung machen wir dann auch. Oh Junge, das läuft echt gut. Produktionskosten. Gewinn minus. Auf Produktionskosten und Umsatz. Ah, gut, Holz. Ja, okay. Wollte schon sagen, so, what the fuck. Ah, er hat wieder Schwierigkeiten. Ja, füllen wir auf. So, ab 7 Uhr ist ja immer wenig los. Dann mache ich kurz zu. Und, lass mal den Architekten hier ran. So, jetzt sind wenig Leute hier. Architekt fortfahren. So. Kann ich die upgraden? Was ist denn jetzt hier? Achso, jetzt repariere ich die. Würde ich den verkaufen. Ich werde jetzt mal die Einrichtung ein bisschen upgraden. Halt jetzt mal die Klappe. Zack. Okay. Ich hoffe, der Tisch ist dann nicht ganz so krass im Weg. Dann werde ich jetzt mal die Tische hier neu machen. So. Und Sicherheitssysteme. Warte mal, die hat ein Problem. Rollerstation, okay. Was hat die denn für ein... Okay, was... Zeig mir doch mal hier, was steht da. Stil einfach.
So. Sehe ich jetzt durchgehend diese Kameras? Ja. Boah, sieht das scheiße aus. Egal. Okay. Wir haben Sicherheitssysteme. Perfekt. Jetzt habe ich manche Schüler noch nicht geupgradet. Das mache ich dann beim nächsten Mal. Weil jetzt brauche ich erstmal hier schön Geld. Wir haben jetzt richtig viele Tische hier. Richtig viele Stühle. Jetzt passen hier wesentlich mehr Leute rein. Sehr schön. Geil wäre es, wenn man außen rum auch noch Tische aufstellen könnte. Aber das geht leider nicht. Marktforschung, alles klar. Ich habe 14.000. Da das Lagerhaus schon mal leer war, würde ich das, glaube ich, auf jeden Fall mal forschen, oder? Ja, definitiv muss ich das forschen. Definitiv, alles klar. Lagerhaus. So. So muss das. Jetzt habe ich hier Sicherheitssysteme. Jetzt bin ich vor dieser Scheiße hier geschützt. Okay, stopp, 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 stopp. Anis ihrer Lagerhäuser hat wieder keine Zutaten mehr. Ja. Dieses Objekt kann mit der lokalen Polizei verschwinden, um es gegen Sabotage abzusichern. Je mehr Geld du in den Sicherheit ist, desto geringer ist die Chance. Ja. Okay. Gut, dass ich gerade in Lagerhäuser forsche. Ja, jetzt ist wieder voll. Alles klar. Anscheinend läuft der Laden zu gut, aber das Lager ist auch immer hier gut gefüllt, von daher muss ich mir im Moment recht wenig Sorgen machen. Bestellung aufgegeben. Boah, Junge, was für perfekte Werte wir haben. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Sehr schön. So, als nächstes wird das Lager geupgradet. Definitiv. Ich hoffe, der kommt eine Zeit lang dann ohne Lager aus, wenn die dann nicht mehr liefern können. In dem Falle. Unbrauchbare Zutaten entfernen und auffüllen. So, Lagerhaus wurde geforscht. Das und ausbauen. Ausbauen. Zack. So, jetzt brauche ich noch das Lagerhaus aus. Sehr gut. Dann kann ich hier auch gleich einen Moment warten. So. Und Architekt. Fortfahren. Dann verkaufe ich jetzt nämlich mal ein paar Sachen. Und mach mal die Stühle hier schöner. Finde auch gut, dass man das direkt erkennt, wie gut die sind, die Stühle. Ah, das ist alles modern. Jo, wie geil. Egal. Egal. Der Laden läuft so gut, Junge. Wir tauschen jetzt einfach die ganzen restlichen Schüler aus. Scheiß einfach der Hund drauf, Junge. Kriegen 280 pro Stuhl. Cool. So. Das ist einfach so eine richtige Deluxe-Pizzeria. Das ist der letzte Tisch, den ich komplett upgraden muss. Sieht so aus. Geil. Was mir gefallen würde, ist, wenn es noch kleinere Tische geben würde.
Wenn es noch so einen kleinen Süßen hier geben würde. Aber das gönnen die einem hier irgendwie nicht. Oder? Da gibt es echt viele moderne auch. Ne, die sind alle gleich groß. Nee, das ist zu blöd für die Mitarbeiter dann. Okay. Jetzt haben wir es erstmal. Fortfahren wieder. Der Laden hat wieder geöffnet. Wir warten auf Kundschaft. Oh, was ist denn jetzt? Achso, das Lager wurde jetzt erfolgreich ausgebaut. Oh ja, das ist auf jeden Fall größer. Geil. Sehr gut. Wir können auch wieder was forschen. Obwohl, nee, können wir gerade nicht. Wir haben ja... Ey, wir sind Junge. Wir haben ja hier alles durch. Ich würde aber Marktforschung nehmen. Dann können wir mal gucken, wie das so mit der Pizza... Wenn ich mal eine eigene Pizza wieder erstelle. Waren... So. Dann nehmen wir hier auch mal das Sicherheitskonzept. Und Touristen mögen es aber nicht so, dass sie wirklich den richtigen krassen Smiley haben. Ah, das finde ich cool, dass man das für jede einzelne Pizza sehen kann. Dann kann man im Notfall auch eine Pizza wieder löschen. Jetzt forsche ich einmal... Oh, Marktforschung kommt erst hier unten, okay. Sollen wir mal Werbeflächen machen? Ja, komm. Machen wir mal Werbeflächen. Kann ja nicht schaden. Bisschen besser Werbung. Aber selbst der Laden wird schon voll jetzt, ne? Der Laden wird schon ziemlich voll jetzt, ne? Okay, es sieht voller aus, als es wirklich ist. Alles mit dem Manager, das finde ich eine sehr coole Sache. Sollen wir mal... Warte mal. Wie sieht es gerade aus? Wie würdest du gerade mit meinen Granoven aussehen? Nicht gut, weil hier ein Polizistin kommt. Aber die kann da rüber. Hier laufen mir zu viele Polizisten noch her. Hä, war hier nicht einer? Ist der pleite gegangen? Werbeflächen, jawohl. Mich interessiert sehr stark das hier. Sich krank gemeldet. Ja, gut. Okay. Ist okay. Jetzt bauen wir mal so ein paar Werbeflächen hier aus. Oh, geil. Haha. So eine richtig große, so ein richtig großes, ja, keine Litfaßsäule mehr. Geil. Das finde ich wirklich cool. Wie nennt denn das Spiel das jetzt? Immer noch Litfaßsäule? Ne, Plakatwand. Cool. Oh, wir sind im Minus. Geil.
Geil, Junge. Das ist nice. Kann ich ja in Zukunft dann hier... Was ist jetzt los? Forschungsstufe 3. Genau das wollte ich. So. Jetzt haben wir Gemeinschaftsgeist. Was kann ich jetzt hier genau anpassen? Ah, okay. Das ist cool. Wie viele Teile hier schon sind, ne? Zutatenqualität, Einrichtungsqualität. Ein bestimmtes... Jo! Wir nehmen erstmal den Einzugsbereich, oder? Will ich davon irgendwas drücken? Wie geil! Gut. Machen wir als nächstes doch die Marktforschung. Das benötigt ein Maskottchen. Ah, nee, warte hier. Aha. 35.000 kostet das. Heftig. Dann würde ich mal ein paar Leute an der U-Bahn abfangen, oder? Okay, hier ist leider schon einer. Wo sind noch freie Litfaßsäulen? Hier. Nicht meine Zielgruppe. Hier ist eine Litfaßsäule. Das wäre meine Zielgruppe, aber hier ist keine U-Bahn. Das ist recht nah am Restaurant. Teenager kann man immer gebrauchen. Direkt mal ausbauen. Wir machen so richtig viel Werbung, Alter. Dann werde ich als nächstes auf jeden Fall Marktforschung und danach Restaurantgröße. Weil es kann schon sein, dass ich hier vielleicht ein paar mehr Sitzplätze schon wieder brauche. Ich habe 300 Euro, Junge. Ist das schon der größere Bereich? Ja, das war schon der größere Bereich. Oh, irgendwo wird jemand verkloppt. Ich würde mal sagen, hier wollte ein Ganove wieder rein. Aber die schaffen es nicht. Cool. Okay. Ich habe ein gutes Sicherheitssystem. Vielleicht, obwohl, wenn sie verkloppt werden, dann kommt auch immer die Polizei vorbei. Boah, Junge, das läuft ja sehr gut. Nice. Aber ich hätte schon gerne jetzt einen Ganoven, der hier das Ding mal macht und das Ding hier auch mal. Am besten das Lager, Junge, damit mache ich ihn richtig fertig und den Ofen kaputt machen. Dann kloppt er da so drauf. Ja, aber der Laden ist halt gut für Arbeiter. Ich würde mal sagen, wir können ja mal hier reingehen. Boah, Junge, ich habe ganz so Lust auf Pizza Connection, Junge, das ist echt heftig. Halt, ich möchte nochmal für Touristen, alles klar. Was ist denn die Lieblingszutat von Touristen? Weil die sind richtig abgefuckt. Touristen mögen ja eigentlich nur die Scheiße hier.
Junge. Die Belagmenge ist gut, aber warum sind die dann hier noch abgefuckt? Verstehe ich nicht. Lieblingszutat: Schinken. Warte, muss ich mir nochmal. Die mögen Schinken. Warum mögen die Schinken, Junge? Warum mögen das die Touristen nicht? Schinken auf einer Pizza ist super, sagen die. Ei. Noch ein bisschen Lachs hier. Die Zutaten auf dieser Pizza sind okay. Ich weiß nicht. Nee, das. Ich bin, werd da noch nicht so schlau draus. Boah, Junge, wird dieser Laden überlaufen. Ich fange die aber auch alle echt gut ab. Hier ist nicht so viel los. Zumindest sieht es nicht so aus, als ob hier viele Menschen herlaufen. So, und jetzt möchte ich mal gucken. Wie sieht es denn jetzt mit dem Ganoven aus? Okay. Jetzt wäre Weg frei. Jetzt halt doch mal die Fresse, Junge! Ich bin gerade bei einem Sabotageversuch. Oh, 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 oh. Oh, shit. Nein! Ah. Eieiei. Ah, das ärgert mich jetzt. Shit. Kann er mit der Metro fahren? Der. Schwierig. Stufe 0? Stufe 0? Stufe 1? Stufe 1 ausbauen. Der ist hierher gelaufen und wurde grün. Der auch. Hallo? Hier ist eine Plakatwand, die jetzt auch fertig ist. Junge, ich verschandel das eigentlich richtig hier.
Ah, die kommen immer schon mit einem grünen Daumen hier an. Weil das eine riesen Reichweite hat. Okay. Gesagt, auffüllen. Dieses Dilemma mit diesen scheiß Servicekräften, ne, das ist echt, also. What the? Was ist das denn für ein kranker Typ? Junge, direkt einstellen und den auch. Junge, was ist hier los? Was sind hier für kranke Typen? Hier ist ja eh nicht. Junge, sind die krass. Geil. Okay. Jetzt muss es aber abgehen, Junge. Mit meinen Servicekräften. Ja, die melden sich irgendwie alle krank, die Idioten, Junge. Das kann nicht wahr sein. Au. Ich hab mir irgendwas verringert. Platz ge... Okay, der Laden ist voll. Shit, Alter. Okay, ich muss schon wieder ausbauen. Aber ich muss jetzt forschen, ne? 40.000. Oh, Junge, das schmerzt tief in der Seele, Alter. Ich könnte nochmal einen Ganoven einsetzen. Alter. Das Problem ist, die gehen ja hier raus. Hier müsste er dann her über die Straße. Oh, Junge. Hier sind so viele Polizisten, Junge. Ich muss da mal drauf achten. Ob es eine bestimmte Zeit gibt, wo man da so richtig gut hinkommt. Boah, Junge, die ganzen Arbeiter sind so krank. Oh, okay. Geil. Wohin greift er an? Er greift ihn an. Ja. Mach das. Dann muss ich das nicht machen. Ja, Junge. In die Fresse rein. Sehr schön. Junge. Ganoven-Chaos einfach. Der kriegt so in die Fresse rein, weil er keinen Gewinn mehr macht. Geil. Die ganzen Arbeiter, Junge, die vergrault der gerade alle. Nice. Sehr schön. Hier ist die Metro. Oh. Wäre ein guter Platz zu mieten. Sag ich so, wie es ist. Ich könnte mir auch das Ding einfach nur mieten, damit ich den ganzen Scheiß hier übernehmen kann. Warte mal, wird das gehen? Das würde theoretisch besser funktionieren als hier. Obwohl hier gerade allgemein sehr wenig Polizei unterwegs ist. Da hinten ist ein Polizist. Will er da die Straße rüber? Dann mache ich das. Ja! Warten. Geil! So, und was ich jetzt mache ist, erstmal hier hinten hin zu flüchten. Wenn er das schafft. Ja, schafft er. Und dann hier rein und seinen Ofen nochmal zu zerstören. Das schafft er, oder? Ja! Das schafft er wirklich.
So, beeil dich. Ja! Und am besten noch seine... Ja, Junge, ich hab ihn richtig in den Arsch gebumst, Junge. Geil. Perfekt, Junge. Das hat gut funktioniert. So, jetzt habe ich meinen Konkurrenten erstmal so richtig gegeben, Junge. Nice. Aber es müsste, sein Lager ist nicht verseucht. Das müsste eigentlich verseucht sein. Keine Ahnung, warum das nicht passiert ist. So, okay. Ich übernehme einfach ganz Rom, Junge. Was geht ab hier? Wir sehen Ofen. Ich mache ihm richtig schön die Kundschaft kaputt. Ich habe 40.000. Wie viel hat nochmal diese Forschungsscheiße hier gekostet? 40.000. Nee, warte ich erstmal nur. Wir haben nur ein Restaurant, Junge. Wir machen viel mehr Profit als vorhin mit 5 oder sowas. Ja, wir sind am Rande der Kapazitäten. Wir sind am Rande der Kapazitäten. Pizza erhalten läuft auch nicht mehr ganz so gut. Wir brauchen also auch eine größere Küche. Ja, wir müssen weitermachen. Wir müssen erweitern. Boah, hier kommen echt viele Leute rein. Ich habe schon wieder so viele Arbeiter krank gemeldet, dass wir jetzt sogar zu haben. Ne, eine Servicekraft steht dann noch. Aber wie viel uns vorhin am Tagesende abgezogen wurde, das ist heftig. Das ist wirklich krass. Okay, es findet nicht mehr jeder einen Platz. Ich verstehe dieses mit den Besuchern hier nicht. Okay. Pizza halten wird auch schlechter. Bestellung aufgeben wird auch schlechter. Ja, weiß ich nicht. Warum ist hier nur ein verfickter Koch? Weil der krank ist. Da würde ich auch lachen. Du machst krank, du Arsch. Kann doch nicht sein. Um den muss ich mich kümmern hier.
Jo, wie viele? Na, das mittlerweile wieder ein Ofen. Weil wir keinen Koch haben. Die haben alle krank gemacht, Junge. Alle. Oh, okay. Da gibt es auch so heftige. Vier Stück. Junge. Nice. Wie viele Servicekräfte hier stehen und wie niemand da ist, weil wir keine Köche haben, Alter. Geil. Na gut, Leute. Ich habe weiterhin Bock. Ihr könnt ja gerne mal einen Daumen nach oben da lassen, falls ihr gerne mehr sehen wollt. Aber wenn ich Lust habe, dann mache ich auf jeden Fall noch einen weiteren Part. Mal schauen. Ich würde sagen, das war's von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert mich gerne. Und ich würde sagen, bis dahin, Cheerio, ciao.